Und du bist dir absolut sicher, mein Freund? Wenn ich's dir doch sage, Jacques. Ich weiß auch genau, wo er sich das Arsen beschafft hat, um den Alten langsam zu vergiften. Mein Neffe arbeitet doch in der Apotheke und verdient sich ab und zu ein Zubrot mit gefälschten Rezepten. Er hat ihn sofort wiedererkannt und es mir brühwarm erzählt, weil er wusste, dass diese Information für mich Gold wert sein würde. Für uns, François. Für uns. Aber bist du sicher, dass wir nicht lieber den alten Blanchard über die wahren Hintergründe seines Dahinsiechens aufklären sollten, bevor er das Zeitliche segnet? Ich meine, das könnte doch auch ganz lukrativ für uns sein. Wo denkst du hin? Wer kann schon sagen, wie ein Mann reagiert, der erfährt, dass sein nahender Tod auf solch hinterhältige Weise herbeigeführt wurde? Sehr wahrscheinlich würde er den ganzen Wettstreit absagen und sein Erbe aus lauter Verbitterung mit ins Grab nehmen. Und dann hätte keiner von uns etwas davon. Nein, nein. Ich halte es für angebrachter, wenn wir unserem Giftmischer diskret, aber deutlich zu verstehen geben, dass wir sein Spiel durchschaut haben und für unser Schweigen angemessen entlohnt werden wollen. Spätestens, wenn dieser ganze Spuk hier vorbei ist. Ich weiß ja nicht, wie es mit deiner Altersvorsorge aussieht. Aber ich würde mich in den kommenden Jahren zu passender Zeit doch mal langsam gerne zur Ruhe setzen. Da triffst du für wahr einen wunden Punkt, François. Dieses Zittern in meinen Händen, es wird immer stärker. Und wie das auf der Bühne aussieht, kannst du dir ja denken. Unsere Zeit in diesem Metier läuft langsam ab. Das ist ein Spiel für die Jungen und Agilen, die noch am Puls des Publikums sind. Das immer verwöhnter und schwerer zu verzaubern wird, ich weiß. Aber das mit dem Zittern könntest du auch anderweitig in den Griff bekommen, wenn du mal der einen oder anderen Flasche ausweichen würdest. Sei's drum, alter Freund. Wenn alles so läuft, wie ich mir das so vorstelle, könnte dein Traum vom eigenen Weingut schneller wahr werden, als du ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern kannst. Halunke, du weißt immer, wie du mich an Bord holst, wenn du mal wieder eine von deinen verrückten Ideen hast. Aber wie stellen wir es an? Wir sind ja gerade erst in dieser noblen Herberge angekommen. Am besten warten wir, bis alle ihre Zimmer bezogen haben. Schnappen uns dieses Wiesel in einer ruhigen Minute, kurz vor dem geselligen Zusammensein, und unterbreiten ihm unsere Forderungen, bevor der Wettbewerb richtig eröffnet wird. Die Luft ist wirklich drückend schwül. Gleich veranstaltet der große Zaubermeister da oben wieder seine Blitz- und Donnervorstellung. Gehen wir lieber wieder hinein. Oder hattest du noch etwas auf dem Herzen? Nein, nein. Gesellen wir uns zu den anderen. Aber ich werde dir erst einen ausgeben, wenn wir unsere kleine Unterredung erfolgreich abgeschlossen haben. So lange wirst du es ja wohl noch aushalten. Nach dir, du Sklaventreiber. Dominique Macasson, der Wirt des in einer etwas heruntergekommenen, einsamen Gegend gelegenen Gasthofes gegenüber der Barrière du Roule, nicht weit vom Fluss, fuhr sich zum wiederholten Male an diesem immer später werdenden Abend über seine glänzende, fast haarfreie Stirnplatte und musterte misstrauisch die seltsame Gruppe von Gästen, die ihm einen unerwarteten Geldsegen ins Haus bringen würde. Auch wenn sein übliches Klientel eher aus zwielichtigen Gestalten, Seeleuten und Halsabschneidern bestand, so zog er deren Gesellschaft doch eindeutig den hier und heute versammelten Charakteren vor. Er hatte nichts übrig für Zauberer, Gaukler und Zirkusartisten, und jetzt zählten seine müden, geröteten Augen mindestens 14 dieser befremdlich gekleideten, sich merkwürdig gebärdenden Figuren, die für ihn nichts weiter als verkappte Betrüger und Scharlatane waren. Der Anlass für ihr aus seiner Sicht fast heuschreckenhaftes Einfallen in diese seine Domäne der gepflegten Tristesse erschloss sich ihm nicht. Er zog es auch eindeutig vor, seine nicht übermäßig vorhandenen geistigen Kapazitäten auf das Zählen der sprunghaft angestiegenen Einnahmen zu verwenden.
Das lenkte ihn von dem mulmigen Gefühl ab, das ihm das Aussehen und Auftreten des einen oder anderen Mitglieds der illustren Reisegruppe verursachte, die sich für die nächsten Tage unter seinem Dach einquartiert hatte. Macassan hob die ergrauten Augenbrauen, als die Gespräche der Gäste plötzlich verebbten und ein sichtlich schwächlicher, auf einem Stock gestützter Mann zu seinem Platz geführt wurde. Derselbe Mann, der ihm eine großzügige Summe in Aussicht gestellt hatte, wenn er denn dafür Sorge tragen würde, dass der Gasthof für die nächsten Tage ausschließlich für den Alten und seine Gesellschaft reserviert bleiben würde. Unser Amerikaner hier ist noch richtig feucht hinter den Ohren. Unterschätz ihn nicht. Ich habe gesehen, wie er sich aus seinen festen Stricken befreit hat. Er ist wirklich ein Entfesselungskünstler. Was ist das schon? Kann er mit den Toten in Kontakt treten? Blanchard will was sagen. Ihr könnt mir gerne nachher weiter verbal das Fell über die Ohren ziehen. Meine lieben Freunde, ich weiß, dass den meisten von euch der wahre Grund für diese Versammlung inzwischen wohl bekannt ist. Es ist kein Geheimnis. Ich liege im Sterben. Ein gutes Glas Wein mag meine Wange noch röten, aber das ist nur Schein, der bald verflogen ist. Ihr, die ich als die Besten unserer Zunft in diesem Lande ansehe, oder denen ich, wie unserem jungen Freund aus den Vereinigten Staaten von Amerika, eine vielversprechende Zukunft voraussage, ihr sollt in den nächsten beiden Tagen eure ausgereiftesten Vorstellungen hier vor mir und der versammelten kollegialen Runde vorführen. Wem es gelingt, meinen geschulten Blick so zu täuschen, dass ich die Illusion nicht durchschaue, der soll der Erbe und Besitzer meiner gesammelten, trickreichen, magischen Kunststücke werden, die mich in der besseren Pariser Gesellschaft zu Ruhm und Ehre gebracht haben. Wir leben in Zeiten des Umbruchs und davon wird auch unsere Kaste der Magier, Zauberer und Illusionisten nicht verschont bleiben. Wer die Fackel weiterträgt, das wird sich daran messen, wer die Augen vor dem Kommenden nicht verschließt und nicht stur auf Altem beharrt, wie es so oft die Eigenschaft von uns Älteren ist. Genug der Rede. Jeder von euch bekommt eine Zeit für seinen Auftritt zugeteilt. Die Ersteren sollten nicht murren. Die Vorbereitungszeit wird selbstverständlich in meine Bewertung mit einfließen. Und eines noch. Es gibt nur einen Gewinner. Keine Trostpreise. Leider. Ich beginne jetzt mit dem Verlesen der Zeiten. Als erstes werden wir... Einen Augenblick. Wir sind nicht vollzählig. Marbeuf und Pascal fehlen. Ich kann sie nirgends sehen. Und wenn schon Kalfun, dann haben sie eben Pech gehabt. Nur Gemach, Naon. Warum die Eile? Vergiss nicht, du bist hier nur Zaungast-Amerikaner. Aber vielleicht hast du recht. Ich wünsche, dass alle anwesend sind, damit wir den Wettstreit der Magier auch nach dem Gebot der Fairness beginnen können. Ein paar von euch sollen sich suchen gehen. Wie sieht's aus, Naon? Kommst du mit? Wieso nicht? Die beiden liegen sicher betrunken in ihrem Zimmer. Ihr Zimmer? Welches ist es denn? Das verrät uns sicher ein Blick ins Gästebuch. Und so viele Zimmer gibt es hier ja nun auch wieder nicht. Genug, aber auf alle Fälle. Ich frag mal eben den Wirt. Zimmer 5, da ist es ja. Moment. Marbeuf, Pascal! Ihr verpasst die Eröffnung des Wettbewerbs. Kommt herunter, Blanchard und die anderen warten. Nichts. Ist die Tür abgeschlossen? Vielleicht sind sie auch gar nicht auf ihrem Zimmer. Sie werden bei diesem Wetter ja wohl kaum spazieren gegangen sein. Bei den Saufbrüdern weiß man ja nie. Nun macht schon auf! Kommt raus! Da stimmt doch was nicht. Wir sollten den Wirt nach einem Zweitschlüssel... Das geht auch schneller.
Na los, Amerikaner, hilf mir mal. Zu zweit schaffen wir sicher. Warum nicht? Dann wollen wir mal. Mein Gott. Aber das ist ja... Was ist das? Soll das ein Scherz sein? Der Wettbewerb hat doch noch gar nicht angefangen. Jemand muss die Polizei rufen. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Die Verschwundenen von Zimmer 5. Mein lieber Poe, ich bin beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit Sie sich bereits durch Ihre morgendliche Lektüre des Etoile hetzen, als sei es Ihnen der Teufel im Nacken. Seien Sie unbesorgt. Ich habe meinen Morgentee noch nicht zur Gänze geleert und hege die Absicht, ihn ganz bewusst und langsam zu genießen. Nun, der Teufel vielleicht nicht, aber ich weiß doch, wie Sie eigentlich darauf brennen, wieder auf eine wirklich kriminalistische Herausforderung in einen dieser Artikel zu stoßen. Oder irre ich mich, Dupin? Ich wage zu behaupten, dass die nächste Herausforderung nur wenige Schritte von unserer Wohnungstür entfernt ist. Hören Sie? Es ist Monsieur Huger persönlich. Aber das können Sie doch gar nicht. Ich verrate es Ihnen gleich. Lassen wir den Herrn doch mal herein. Mal hören, was er uns so zu erzählen hat. Kommen Sie herein, Monsieur G. Wir haben Sie bereits erwartet. Woher wussten Sie, dass ich komme, Dupin? Ich wusste es selbst nicht bis vor einer Stunde. Der Schalk in Dupins lebhaften Augen verriet, dass er sichtlich die Verwirrung seines unangekündigten Gastes und seines Gefährten und Chronisten Poes genoss. Ohne Eile führte er den sichtlich aufgebrachten Präfekten der Pariser Polizei in die Bibliothek, wies ihm einen bequemen Sitzplatz zu und ließ Monsieur G. erst einmal zu Atem kommen. Nun, mein werter G., Sie beehren uns ja nicht gerade zum ersten Mal. So hatte ich ja schon die eine oder andere Gelegenheit, Ihren Schritten in unserem wohlvernehmlich knarzenden Treppenhaus zu lauschen. Jeder von uns hat seine ganz eigene, charakteristische Art, sich auf seinen eigenen Beinen voranzubewegen. Einige gehen leichtfüßig durchs Leben, andere hinken oder humpeln. Und wieder andere tragen an ihrer Körperfülle und treten dementsprechend fester und schleppender auf, vor allem wenn sie eine steile Treppe wie die unsrige zu erklimmen haben. Also ich muss doch sehr bitten. Und dennoch liefern Sie mir hiermit eine Bestätigung, warum ich gerade Sie in dieser äußerst dringlichen Angelegenheit aufgesucht habe, Dupin. Von der noch nichts in den Zeitungen zu lesen war, wie ich vermute. Ich kann Sie übrigens beruhigen. Wäre ich nicht gerade in aller Stille in meinen Morgentee vertieft gewesen, hätte ich die Ankündigung Ihrer Ankunft gewiss überhört. Sie fallen damit also keineswegs in die schrittakustisch wirklich außergewöhnlich auffällige Kategorie, auch wenn Sie charakteristischerweise eins Ihrer Beine etwas nachzuschleifen scheinen. Wie dem auch sei, mein Anliegen duldet keinen Aufschub. Ich muss Sie bitten, mich zu einem Gasthof nahe der Barrière du Roule zu begleiten. Dort kam es gestern am späten Abend zu einem Zwischenfall, bei dessen Untersuchung Eile geboten ist. Die Umstände sind äußerst beunruhigt. Zwei Männer sind spurlos verschwunden aus einem Zimmer, das von innen abgeschlossen war. Sie gehörten einer Gruppe von Zauberkünstlern an, die sich dort seit dem gestrigen Tage einquartiert hat. Da einige der Teilnehmer dieser ominösen Versammlung regelmäßig ihre Kunststücke für die besseren Kreise der Pariser Gesellschaft vorführen und die Presse nur allzu früh Wind von der Geschichte bekommen wird, habe ich mich zu einem radikalen Schritt entschieden und dafür Sorge getragen, dass keiner aus der Gruppe den Gasthof verlässt, bis wir unsere Untersuchungen abgeschlossen haben. Diese Zauberer sind äußerst exzentrische Zeitgenossen und bringen meine Männer mit ihrem ganzen Auftreten und verwirrenden Aussagen an den Rand der Verzweiflung.
Ich will hier jetzt auch nicht zu viele merkwürdige Fakten des Falles im Voraus vor Ihnen ausbreiten, sondern möchte Sie so schnell wie möglich am Ort des Geschehens wissen, damit wir zu einer baldigen Aufklärung gelangen und größeres Aufsehen vermieden wird. Es soll Ihr Schaden auch nicht sein. Ein frischer Tatort ist natürlich sehr verlockend. Bedenken Sie aber G. und seine Versprechen. Ist mir bewusst. Was eine eventuelle Entlohnung betrifft, das können wir gerne auf der Fahrt besprechen. Ich nehme an, eine Kutsche wartet bereits auf uns. So ist es. Na, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Wenn Sie wollen, nehmen Sie Ihre Lektüre doch mit, Poe. Poe konnte nur über die fast kindliche Begeisterung seines Freundes Dupin, einen frischen Tatort vor dem Abschluss der polizeilichen Untersuchungen in Augenschein nehmen zu können, milde lächelnd den Kopf schütteln. Auch wenn er sich seiner eigenen, auf dem Weg zum Ziel über holprige, nach dem Regen der letzten Nacht nur schwer passierbare Straßen, stetig wachsenden Erregung allmählich bewusst wurde. Zugeben musste er es deswegen noch lange nicht. Welche Eindrücke würde ihm wohl ein derart aktueller Fall für sein weiteres schriftstellerisches Schaffen liefern? Noch während er die spärlichen Informationen, die der Präfekt bisher bereit war, mit ihnen zu teilen, im Geiste Revue passieren ließ, begann die Kutsche, vor dem bei Tageslicht noch schäbiger wirkenden Gasthof auszurollen. Selbstverständlich ließen Dupin und Poe Monsieur G. den Vortritt und stiegen nach ihm aus. Ein tristeres Fleckchen für dieses Gasthaus hätte man ja wohl kaum finden können. Hier ist es ja selbst am helllichten Tage einsam und trostlos. Ich glaube kaum, dass das übliche Klientel dieses Etablissements einen größeren Wert auf die gute Aussicht legt. Kommen Sie, Poe. Folgen wir dem Präfekten ins Innere dieser guten Stube. Monsieur Präfekt, ist das die Unterstützung? Wir kommen mit diesen Leuten einfach nicht weiter. Einige reden, aber was sie sagen, macht keinen Sinn. Andere schweigen und bringen selbst unter Androhung ernster Maßnahmen kaum einen verwertbaren Ton heraus. Die Zeugen, die den Tatort zuerst betreten haben, können auch nichts wirklich Klärendes beisteuern. Solche Menschen haben wir noch nie erlebt. Was ist das für ein Hexenzirkel hier? Sollten wir sie nicht besser doch alle aufs Revier... Nein, möglichst nicht. Behandeln wir diese seltsame Geschichte bis auf Weiteres so diskret wie möglich. Und damit meine ich wirklich diskret. Jeder anwesende Polizist, der auch nur in die Nähe eines Zeitungsschreibers kommt, wird von mir persönlich mit einem angemessenen Strafdienst versehen. Ist das soweit verständlich? Völlig, Monsieur. Ich sehe neue Gesichter. Hoffentlich aufgeschlossenere als diese tauben und blinden Staatsdiener, deren Verstand nicht ausreicht zu begreifen, dass hier wirklich ein dunkler Zauber seinen Tribut gefordert hat. Ich sage nur, die Puppen. Die Puppen? Mein lieber Monsieur. Bustillo. Philippe Bustillo. Meines Zeichens Botschafter zwischen dem Diesseits und den jenseitigen Regionen. Ah, das klingt in der Tat faszinierend. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wir sind gekommen, um uns ein Bild vom Ort des Geschehens zu machen und... Dieser Herr möchte aus unserem Weg entfernt werden. Selbstverständlich, Monsieur Präfekt. Kommen Sie schon, Monsieur. Sie wollen doch keinen Ärger machen. Ich kann Sie sonst auch notfalls mit Gewalt... Schon gut, schon gut. Ich bin es nicht, den ihr fürchten müsst. Es sind die finsteren Mächte, die Einzug in dieses Haus gehalten haben und... Ach du meine Güte, Dupin. Wo sind wir hier nur gelandet? Ich finde das bisher alles ausgesprochen stimulierend. Jetzt bin ich gespannt, ob der Tatort hält, was er verspricht. Tragen Sie bitte dafür Sorge, dass sich die drei Zeugen, die das Zimmer zuerst betreten haben, für eine weitere Vernehmung bereithalten. Selbstverständlich, Monsieur Präfekt. Wie Sie sehen, wir haben das Zimmer versiegeln lassen, damit hier keiner mögliche Spuren verwischen kann. Wache! Öffnen Sie uns das Siegel. Und dann unterstützen Sie Ihre Kollegen im Gastraum. Oui, Monsieur Präfekt. Oh. Da
Das ist in der Tat merkwürdig. Vor seinem geistigen Auge hatte sich Poe schon den Tatort ausgemalt, Spuren eines Kampfes erwartet, vielleicht sogar getrocknetes Blut am Boden, verwüstete Möbel. Nichts davon traf zu. Und gerade das machte den tatsächlichen Anblick noch beunruhigender. Das Zimmer war für eine Herberge dieser gemäßigten Güteklasse eigentlich recht geräumig, nur etwas zu niedrig, sodass sich ein Mann durchschnittlicher Größe genötigt sehen würde, den Raum mit leicht gebeugtem Kopf zu betreten. Eines der schmalen Fenster stand einen Spalt breit offen. Unter der Fensterbank hatte sich schon eine halb nass, halb eingetrocknete Pfütze mit Regenwasser gebildet. Das spärliche Gepäck der beiden Verschwundenen lag recht ordentlich verteilt auf zwei Stühlen, von denen bereits die Farbe abblätterte. Ein Kleiderschrank war vorhanden, von den Männern aber offensichtlich nicht benutzt worden. Ihre Berufskleidung hatten sie noch nicht ausgepackt. Den eigentlichen Blickfang hielten die beiden spartanischen Betten parat. In ihnen thronte, auf Kissen drapiert, pro Bett jeweils eine Puppe vage menschlichem Aussehens, die man in ein entsprechend spielzeugkleines Zaubererkostüm gesteckt hatte. Auch wenn ein Lächeln die groben Strichmünder der Puppen umspielte, so war es letztlich gerade dieses Detail, das Poe einen kurzen, aber unbehaglichen Schauder bereitete. Ich rieche hier den Rest einer ziemlich typischen Ausdünstung. Ist einer der Verschwundenen Alkoholiker? Das können Sie ja gleich die Zeugen fragen. Was sagen Sie zu den Puppen? Moment, so weit bin ich noch nicht. Sie sagten, das Zimmer wäre von innen verriegelt gewesen, als die ersten Zeugen sich Zutritt zu dem Raum verschafften? So ist es. Die Tür schließt natürlich nicht mehr richtig. Umso wichtiger, dass wir den Raum gleich versiegelt haben. Die Fenster sind schmal, aber könnten die beiden nicht einfach hinausgeklettert sein? Immerhin haben wir es hier mit Zauberkünstlern und Zirkusartisten zu tun. Behalten wir die Möglichkeit im Auge, aber mein Instinkt sagt mir, dass die Antwort eine andere sein wird. Wir sind hier im zweiten Stock. Spuren haben Sie dort unten bei dem Wetter wohl kaum mehr gefunden, oder, Monsieur G? Bedauere, nein. Gestern Abend, kurz nachdem Jacques Marbeuf und François Pascal zum letzten Mal gesehen wurden, als sie von draußen in die Gaststube zurückkehrten, brach das Unwetter aus. Mögliche Spuren sind also längst verwischt. Und die Beschreibung der beiden legt nahe, dass keiner von ihnen sich durch diese schmalen Fensterspalten hätte zwängen können. Ein wichtiges Detail. Ich sehe, es wird nicht häufig Staub gewischt. Zu schade. Ich vermute, hier dürften sich zu den Fußabdrücken der Verschwundenen und denen der drei Zeugen noch diverse Polizistenspuren verewigt haben. Oder irre ich mich? Kein Mensch kann sagen, wie viele Unbefugte sich nach der Entdeckung des Verschwindens von Marbeuf und Pascal noch Zutritt verschafft haben. Wobei sich wohl die drei Zeugen bei der Überwachung des Tatorts abgewechselt haben. So hat es uns zumindest Monsieur Houdini erzählt. Houdini? Ungewöhnlicher Name. Oh, ich denke, wir können uns jetzt den Zeugen zuwenden. Hier gibt es nichts Interessantes mehr zu sehen. Und was ist mit dem Puppen, Dupin? Sie haben sie ja bisher nicht einmal in die Hand genommen. Mein lieber Poe, diese Puppen sind nichts weiter als ein recht plumper Versuch, unsere Gedanken in eine völlig falsche, eine übernatürliche Richtung zu lenken. Alexandre Calfoun, einer der drei, die im Zimmer der Verschwundenen nach dem Rechten sehen wollten, führt seine magischen Tricks mit Hilfe von Marionetten und Puppen auf. Natürlich haben wir ihn gefragt, ob ihm diese Puppen gehören. Er bestreitet es. Nun machen Sie sich selbst einen Eindruck von diesem Mann. Mit Vergnügen, Monsieur. Ich bin ja auch auf diesen Houdini gespannt. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. –
Monsieur Präfekt, gut, dass Sie kommen. Ich wollte nur vorsichtig anfragen, wie lange Sie diese seltsamen Herrschaften hier noch festhalten wollen. Ich habe mich darauf eingelassen, diese Gruppe hier zu beherbergen, weil sie gut zahlen. Aber mit Verbrechern und Mördern unter meinem Dach will ich nichts zu tun haben. Ah, der Herr Wirt. Wenn ich daran denke, wie oft unsere Zellen ihrer gewöhnlichen Kundschaft eine Heimstätte gewähren, wäre ich mit derlei Aussagen etwas vorsichtiger. Und auch für Sie gilt, bewahren Sie nach außen Stillschweigen, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Oder Sie können von einer Schanklizenz nur noch träumen. Verstanden? Was möchten die Herren trinken? Diese Runde geht selbstverständlich aufs Haus. Später vielleicht. Jetzt möchten wir die Zeugen sprechen. Das Gespräch mit den Zeugen Naon und Kaifun brachte kaum neue Erkenntnisse. Es wurde für Dupin jedoch immer ersichtlicher, dass die Mitglieder dieser illustren Versammlung ihre Geheimnisse lieber für sich behielten und dass die Angst vor etwas Unbekanntem unter ihnen umging, das zwei Menschen aus ihrer Mitte scheinbar im Nichts hatte verschwinden lassen. Wie anders schien da doch der junge, aufgeweckte Amerikaner mit den wachen Augen zu sein, der vor keiner Frage Dupins zurückscheute, was ihm den einen oder anderen ärgerlichen Seitenblick seiner Kollegen einbrachte. Und Sie heißen wirklich Houdini? Ich habe einmal ein sehr interessantes Buch über das Falschspiel von einem gewissen Jean-Robert Houdin gelesen. Von dem ich mich zu diesem Künstlernamen inspirieren ließ, ja. Houdin war ein französischer Zauberkünstler und Automatenkonstrukteur. Seine Biografie hatte einen prägenden Einfluss auf mich. Mein richtiger Name ist Erik Weiß. Aber wie Sie sich vorstellen können, für dieses Metier braucht man schon etwas Prägnanteres. Also bleiben wir besser bei Houdini. Verstehe. Auf mich wirken Sie ein wenig wie ein Fremdkörper unter diesen Menschen hier. Und das meine ich nicht wegen Ihrer Nationalität oder einem gewissen Altersgefälle zu den anderen. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe, Monsieur Dupin. Es ist eher der Zufall und mein Respekt für den alten Blanchard, der uns alle hier zusammengerufen hat, weshalb ich mich auf dieses geheime Treffen eingelassen habe. Sehen Sie, ich glaube daran, dass der Beruf des Magiers darin besteht, sein Publikum mit perfekten Illusionen, die es nicht durchschauen kann, zu unterhalten. Der Zuschauer weiß, worauf er sich einlässt, ist aber nicht in der Lage, einen guten Trick als solchen zu erkennen. Darin liegt der Reiz. Viele der hier Anwesenden aber verleihen sich ganz bewusst eine Aura des Übersinnlichen, mit der sie die Leichtgläubigen zu beeindrucken oder einzuschüchtern versuchen. Damit kann ich nichts anfangen. Sehen Sie, der Schlimmste von Ihnen hat gerade seinen Auftritt. Philippe Bustillo. Jetzt reicht es aber langsam, Amerikaner. Na gut, ich kann das Gehabe des alten Bustillo auch nicht wirklich gutheißen. Aber die Herren sind nicht wegen unserer Veranstaltung hier, sondern um herauszufinden, was aus Marbeuf und Pascal geworden ist. Mit diesen Puppen? Da will mir jemand was anhängen, Monsieur Dupin. Ja, genau, die Konkurrenz soll wohl beseitigt werden, wegen dem... Schnauze, Kalfun! Es geht los. Was für ein unheimlicher Kerl, dieser Bustillo. Dieser dunkle Umhang und sein Bart, der leuchtet ja fast in diesem künstlichen Zwielicht. Die Lichter in der Gaststube wurden gedimmt, Kerzen ausgeblasen. Ein kurzes, unbestimmbares Trippeln ließ Dupin für eine Sekunde aufhorchen. Etwas quietschte, doch der Eindruck ging in dem Stimmengewirr der Anwesenden unter, das allmählich erstarb und einer angespannten Stille Platz machte. Mein hochgeschätzter Blanchard, meine verehrten Kollegen, heute werde ich die Skeptiker unter euch für alle Zeiten zum Schweigen bringen, die mir meine übersinnliche Gabe absprechen wollen. Gleich rufe ich die Geister aus der anderen Welt für euch und sie werden erscheinen. Ja, das werden sie. Wagt es ja nicht, eure Stimme zu erheben, während ich die Beschwörungsformel ausspreche. Für die Folgen könnte ich nicht garantieren. Zwei aus unserem Zirkel sind letzte Nacht von den Mächten der Finsternis geholt worden. Ich verspreche euch, ich habe nichts damit zu tun. Im Gegenteil. Ich will hier und jetzt meine Freunde aus dem Jenseits anrufen. Sie sollen uns verraten, was aus Marbeuf und Pascal geworden ist, in welcher Dimension des Schreckens sie sich gerade aufhalten. Und vielleicht, nur vielleicht, wird es mir gelingen, einen Hinweis auf ihren Verbleib zu bekommen. Schweigt jetzt, lauscht, haltet die Augen offen,
Schon bald wird das Tor zur anderen Seite aufgestoßen. Aber fürchtet euch nicht. Haltet euch an meine Worte und ihr werdet sehen und begreifen. Ein Verdächtiger, wie er im Buche steht. Das Ganze ist ein abgekartetes Spiel. Oder was meint ihr, Dupin? Eine verlockende Schlussfolgerung, Poe. Aber wollen wir nicht voreilig sein? Leise jetzt. Es geht los. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, als der alte Bustillo mit dunkel raunender Stimme seine Beschwörungsformel in mysteriös bedrohlich klingenden Wortgebilden ohne Hast zum Besten gab. Und in der Tat erschien über dem Zauberer eine kopfgroße, flackernde Kugel, die sich langsam herabzusenken begann. Poe und Dupin vernahmen unterdrückte Laute der Überraschung und der Furcht. Aber bevor sie überhaupt auf das unheimliche Schauspiel zu reagieren vermochten, war der junge Houdini neben ihnen aufgesprungen, hatte sich einen Weinkrug gegriffen, schleuderte diesen gegen den leuchtenden Feuerball und traf ins Schwarze. Ein seltsam schrilles Kreischen war plötzlich zu vernehmen. Das scheinbar schwebende Licht fiel geradewegs auf die Bühne und erlosch. Für einen Sekundenbruchteil blitzten an der Decke kreisrunde, leuchtende Augen auf, bevor etwas Lebendiges auf den Boden stürzte und sich hinter Bustillo zu verstecken trachtete. Das daraufhin ausbrechende Chaos erregter Stimmen machte eine Unterhaltung fast unmöglich. Bustillo, du schäbiger Betrüger! Ein Affe! Haben Sie es gesehen, Dupin? Ein kleines Äffchen mit einer Laterne im Kerzenleuchter an der Decke. Genau das hatte ich gemeint. Diese Art von Scharlatanerie muss eingedämmt werden. Der gute Ruf unseres Berufsstandes leidet unter Menschen wie Bustillo. Den Mann unverzüglich festnehmen. Sieht so aus, als hätten wir den Verantwortlichen gefunden. Ich bitte um Ruhe. Bustillo, du hast den Ehrenkodex unseres Berufsstandes verletzt. Ich bin schwer enttäuscht. Wenn du auch nur einen Hauch deiner Würde behalten willst, dann verrate uns und der Polizei doch bitte, was du mit Marbeuf und Pascal angestellt hast. Leben sie noch? Hast du sie getötet? Nein, nein. Ich habe nichts mit dem Verschwinden der beiden zu tun. Ich weiß, was mir jetzt blüht. Aber bevor ihr mich verstoßt, bedenkt, wie schwer es war, dem Affen das Entflammen einer Laterne beizubringen und ihn hier hereinzuschmuggeln, ohne dass auch nur einer von euch etwas gemerkt hat. Das ist ja wohl auch eine Kunstfertigkeit, die ihr mir nicht absprechen könnt. Das mag wohl sein, aber deine Taschenspielertricks kannst du in Zukunft auf Jahrmärkten zum Besten geben. Hier in Paris hast du keine Zukunft mehr. Dafür werden alle der hier Anwesenden schon sorgen. Gut gemacht, Amerikaner. Ich gebe dir einen aus. Ein paar von denen werden dich jetzt hassen, weil Bustillo unter den Älteren einige Freunde hat, die sich nun von ihm abwenden müssen. Aber bei mir hast du von jetzt an was gut. Danke, das weiß ich zu schätzen, Naun. Aber nur so nebenbei, eigentlich bin ich in Budapest geboren. Also auch ein Kind der alten Welt. Genau wie du. Scheint mir so, als hätten Sie einen würdigen Mitstreiter bei der Wahrheitsfindung in diesem Fall gefunden, Dupin. Nein, werter Landsmann. Auf diesem Terrain habe ich ja einen gewissen Heimvorteil und fauler Zauber ist mir einfach zuwider. Aber wenn Sie und Monsieur Dupin bei Ihren weiteren Ermittlungen in diesem Fall auf meine Hilfe zurückgreifen wollen, so stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung. Nimm das Messer, du Hund! Das wirst du mir büßen! Wie aus dem Nichts tauchte der entzauberte Bustillo mit einem aufblitzend scharfen Messer neben dem jungen Houdini auf und wollte es seinem Widersacher in den Hals stoßen. Doch Poe war schneller, reagierte in Sekundenbruchteilen und schlug den Angreifer einen halbleeren Weinkrug mitten ins Gesicht. Die Attacke erstarb in der Bewegung und der gescheiterte Totenbeschwörer blieb zwischen Scherben und umgekippten Stühlen liegen. Puh. Das ging ja gerade noch mal gut. Jetzt haben Sie mich beeindruckt, Mr. Poe. Ich danke Ihnen. Dieser verrückte Kerl. Wie haben Sie das nur gemacht? West Point. Ich habe dort eine recht umfassende Ausbildung in verschiedenen Kampfstilen genossen. Ja, das war so ein Moment, da reagiere ich einfach. Ihr Glück, Houdini.
Mein Freund Poe hier sieht aus wie ein harmloser Schriftsteller. Aber ich sage Ihnen, dieser Mann verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Wie konnte sich dieser Wahnsinnige überhaupt losreißen? Hatten Sie ihm nicht Handschellen angelegt? Noch nicht. Entschuldigen Sie, Monsieur Präfekt. Wir sprechen uns noch. Und ich werde diesen ungastlichen Ort jetzt verlassen. Andere Aufgaben rufen. Sie kommen zurecht, Dupin. Ja, das will ich doch meinen. Mir verlangt es gerade nach einer kleinen Mahlzeit. Herr Wirt, gibt es hier etwas zu empfehlen? Ja, Froschschenkel in Meerrettichsoße. Aber die Schenkel sind gerade aus. Ich kann Ihnen eine Suppe wärmen. Mr. Poe, ich bin Ihnen was schuldig. Ach, vergessen Sie's. Das war doch selbstverständlich. Doch, doch. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie kann ich mich revanchieren? Sie erwähnten vorhin beiläufig, dass Sie Entfesselungskünstler sind. Könnten Sie mir vielleicht einen ganz kleinen Trick beibringen? Ich will Ihnen ja nicht die großen Auftritte stehlen, aber... Aber mit Vergnügen. Kommen Sie mit. Oh. Während Dupin sich seiner für dieses Etablissement überraschend schmackhaften Suppe in aller genießerischen Ruhe widmete, wurde Poe von dem jungen Houdini in der Zurückgezogenheit seines Zimmers in einen einfachen, aber wirkungsvollen Entfesselungstrick eingeweiht. Sichtlich zufrieden suchte er nach seinem französischen Freund und wurde noch im Schritt auf dem Weg in den Gastraum von einem Mann aufgehalten, dessen Uniform ihn als einen der Polizisten auswies, die Monsieur G. für alle Fälle vor Ort zurückgelassen hatte. Monsieur, Sie gehören doch zu diesem Dupin. Gewiss. Ist etwas passiert? Hat man die Verschwundenen gefunden oder ihre Leichen? Tja, das wissen wir nicht so genau. Aber etwas wurde gefunden. Draußen in der angrenzenden Scheune. Ihr Freund und Sie sollten sich das ansehen. Ich gehe schon mal vor, damit niemand etwas verändern kann. Ja, sehr gut. Machen Sie das. Ich komme gleich mit Monsieur Dupin nach. Sie haben etwas verpasst, mein Freund. Das war wirklich ein interessantes Schauspiel, als die Polizei versucht hat, Bustillos Äffchen einzufangen. Schließlich haben sie ihn erwischt, bei den anderen Tieren dieser außergewöhnlichen Gesellschaft. Wirklich kaum zu glauben, dass diese Zauberkünstler einen kleinen Zoo mit sich führen. Es gibt Neuigkeiten. Die Polizei hat etwas in der Scheune neben dem Gasthaus gefunden. Also lassen Sie mal die Suppe Suppe sein. Vielleicht ist das ja jetzt der Durchbruch in dieser verwirrenden Geschichte. Ich gebe zu, das überrascht mich jetzt etwas. Ich war davon ausgegangen, dass die Polizei hier schon jeden Stein zweimal umgedreht hat, bevor G. an uns herangetreten ist. Naja, wollen wir mal sehen, was die Scheune so zu bieten hat. Ja. Was für ein Wetter. Dabei hatte die Suppe mich gerade so gut gewärmt. Wo ist jetzt dieser Polizist? Er wollte bei der Scheune auf uns warten. Da drüben ist es gleich. Und hat Ihnen der junge Houdini noch etwas über die Hintergründe dieses Wettbewerbs verraten, den unsere versammelten Magier hier veranstalten? Es frustriert mich, dass man diesen Menschen nur scheibchenweise Informationen entlocken kann. Und dabei dürfte es ja ziemlich sicher sein, dass der Wettbewerb und das Verschwinden der beiden Teilnehmer in irgendeiner Weise zusammenhängen. Ja, nur dass der alte Blanchard sterbenskrank ist und dass er plötzlich und für alle in seiner Umgebung überraschend sein Erbe- und Zauberrepertoire als Preis ausgesetzt hat. Moment, wo ist denn jetzt dieser Polizist? Wartet er in der Scheune? Naja, verständlich bei diesem Wetter. Ja, das gefällt mir nicht. Gehen wir hinein, aber mit Vorsicht. Na schön. Wenn Sie wollen, gehe ich gerne vor. Der Polizist ist sicher... Ja. Wo ist er denn? Ja. Seltsam. Hallo? Ist hier jemand? Dann sehen wir mal nach, wohin uns dieses schiefe Holztreppchen führt. Sicher ein Speicher. Dupin! Ist alles in Ordnung? Sie... Ich weiß noch nicht. Sie bluten ja. Ich glaub's einfach nicht. Das war eine Falle. Sehen Sie.
Sie haben recht. So wie das Holz dieses Balkens gesplittert ist, hat man etwas nachgeholfen und die Treppe angesägt. Und Sie haben den Täter vorhin gesehen, verkleidet. Aber vielleicht erinnern Sie sich, ob es nicht doch einer der Anwesenden... Ich bin mir nicht sicher. Die Stimme klang fremd, aber... Moment! Ich habe etwas gehört. Dieser Mistkerl! Den schnappe ich mir. Und dann quetschen wir ihn aus. Kommen Sie erst mal zu Kräften, ich sehe gleich nach Ihrem Bein. Aber vorher versuche ich, den Attentäter zu überraschen. Er rechnet sicher nicht damit, dass einer von uns den Fall gut überstanden hat. Bleiben Sie hier, Poe. Das ist doch sonst nicht Ihre Art. Ganz unbewaffnet bin ich ja auch nicht. Dieses Brett dürfte genügen. Ja, aber... Er stand doch hier. Hab ich dich, du Hund. Ein brennender Schmerz riss Poe aus seiner Bewusstlosigkeit. Er war mit dem Kopf gegen etwas Hartes gestoßen, sah aber die Hand vor Augen nicht. Ihn umfing totale Finsternis. Mehr und mehr wurde er sich seiner misslichen Lage bewusst. Er lag auf dem Bauch, konnte sich kaum bewegen. Starke Stricke banden ihm die Füße zusammen und auch die Hände waren gefesselt. Unter sich fühlte er kalte Bohlen, atmete Staub und spürte an seinem Kinn, das den Boden berührte, etwas Kitzliges. Papier. Jetzt bemerkte er ein kleines hölzernes Stäbchen, das ihn sein Entführer in die Hand gedrückt hatte. Ein Streichholz. Sollte er etwa... Es kostete ihn einige Verrenkungen, aber schließlich gelang es ihm, das Streichholz zu entflammen und den krakeligen Text auf dem Zettel, den man ihm ganz bewusst vor die Nase gelegt hatte, zu entziffern. Du bist das Unterpfand. Keine Tricks, kein Rufen. Lösch das Licht, nachdem du den Text gelesen hast. Du hast Gesellschaft, einen Wächter. Eine dressierte Giftschlange bewacht dich. Sie reagiert äußerst empfindlich auf jede Bewegung. Versuch also nicht, dich zu befreien oder auf dich aufmerksam zu machen. Halte still, dann sehen wir weiter. Oh mein Gott! Die Zeilen genügten, um Poes Herzschlag auf das Vielfache zu beschleunigen. Hastig warf er das Streichholz weg, das schließlich verglomm. Bevor seine Lichtquelle versiegte, meinte er noch eine schlängelnde Bewegung dicht vor seinem Gesicht wahrzunehmen, konnte aber nichts Verdächtiges hören. Dafür wusste er jetzt, wo er war. Er lag verschnürt unter einem Bett im Gasthaus. Wessen Zimmer es war, konnte er beim besten Willen nicht sagen, aber er vernahm die fernen Geräusche des Gaststättenbetriebes von unten, ab und an Schritte, die sich dem Zimmer zu nähern schienen und dann doch in eine andere Richtung umschwenkten. Poe wusste auch nicht, ob er unbedingt großen Wert darauf legte, dass jemand das Zimmer betrat. Schließlich konnte es sich ja nur um den oder die Entführer handeln. Innerlich verging er fast vor Panik. Eine verdrängt geglaubte, aber nur allzu vertraute Beklommenheit kämpfte sich in ihm nach oben, wollte wieder gehört, gefürchtet werden. Er hatte eine höllische Angst vor Schlangen. Sein Atem ging flach. Sollte oder sollte er nicht den Entfesselungskniff anwenden, dem ihn der junge Houdini in der Kürze der Zeit beizubringen vermocht hatte? Würde die Schlange vorher zubeißen, bevor er überhaupt eine Chance erhalten würde, auch nur den kleinen Zeh zu bewegen? Hin und her gerissen, verharrte er in der Bewegung, spürte allmählich, wie ihm seine Glieder einschliefen und dunkle Trugbilder aus dem Unterbewussten das lähmende Gefühl von Angst und Verlassensein noch verstärkten. Seine Frau Virginia, dahinsiechend, von Krankheit gezeichnet. Eine Schattengestalt, in der er seinen verschollenen Vater mehr zu erahnen glaubte, als ihn wirklich bildlich erkennen zu können. Ihm wurde schwindlig und siedend heiß.
Er musste hier raus. Und so nahm er allen Mut zusammen, mobilisierte den Teil seiner Kraftreserven, der sich nicht wie betäubt und erstarrt anfühlte. Würde er den spitzen Giftzähnen seines mörderischen Wächters zuvorkommen? Wenn, dann nur, falls es ihm gelingen sollte, mit quälend zermürbender Langsamkeit zu Werke zu gehen. Dupin! Kommen Sie zu sich, Dupin! Ich muss wohl ohnmächtig geworden sein. Mein Bein. Helfen Sie mir auf die Füße. Ich glaube, es ist nicht gebrochen. So. Vielen Dank, es geht. Ich glaube, ich kann allein gehen. Wo ist mein Freund Poe? Hat er den Attentäter erwischt? Ich weiß leider nicht, wo er ist. Gehen wir zurück ins Gasthaus. Nur keine Eile. Nicht, dass Sie noch ausrutschen. Poes Verschwinden drängt mich zur Eile. Die Dinge spitzen sich zu. Wer auch immer für die merkwürdigen Vorkommnisse verantwortlich ist, er sieht offensichtlich eine reelle Bedrohung in unseren Ermittlungen. Sie hatten vorhin etwas gesagt über Magie und Illusion, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Wir können wohl davon ausgehen, dass das Motiv für das Verschwinden der beiden Zauberer und den Anschlag auf Poe und mich im direkten Zusammenhang mit diesem Wettbewerb steht, den Sie und Ihre Freunde hier veranstalten. Darüber denke ich auch die ganze Zeit nach. Was hat Sie eigentlich in die Scheune geführt? Ich habe gesehen, wie ein Polizist Sie beide nach draußen geführt hat. Und da keiner von Ihnen wieder auftauchte, war ich neugierig geworden. Der Mann sah irgendwie seltsam aus in seiner Uniform. So, als ob sie ihm nicht passen würde. Sein Gesicht lag leider im Schatten. Ich vermute auch, dass wir direkten Kontakt mit dem Täter oder einem der Täter hatten. Wie dem auch sei. Ich ahne, dass das Ganze hier nichts weiter als ein fauler Trick ist, der uns glauben machen soll, dass jemand über magische Kräfte verfügt, mit denen er Menschen verschwinden lassen kann. Aber warum gerade diese zwei Männer, Marbeuf und Pascal? Hat er sie wahllos gewählt? Gab es einen Grund? Sind Sie am Ende die Strippenzieher, die den Wettstreit mit unlauteren Mitteln gewinnen wollen? Gehe ich recht in der Annahme, dass der alte Blanchard der Schiedsrichter ist und den Erben seines magischen Wissensschatzes selbst und unabhängig bestimmen wird? Diese ganze Geschichte hat uns alle überrascht, wie auch die plötzliche schwere Erkrankung Blanchards. Nicht zuletzt die vorgesehenen Erben. Deswegen gab es auch schon böses Blut hinter den Kulissen. Aber als Ausländer, den er die Fügung in diese Runde verschlagen hat, bin ich natürlich auch nicht in alle Hintergründe eingeweiht. Gab es doch offensichtlich verschiedene Parteien, die sich Hoffnung auf Blanchards Erbe gemacht haben. Ja, interessant. Doch ich denke, es wird das Beste sein, den Fall ganz von Anfang an nochmal aufzurollen. Ich glaube, der Schlüssel zu dem Rätsel der Verschwundenen ist vermutlich in einem kleinen Detail verborgen, das uns bisher nur entgangen ist. Kommen Sie, wir reden nochmal mit den Zeugen Naon und Calfoun. Dupin und Houdini machten die beiden Männer ausfindig, die mit dem jungen Amerikaner als Erste das Zimmer der Verschwundenen betreten hatten. Auch sie konnten nichts zum Verbleib von Poe beitragen. Zunächst schien das Gespräch keine neuen Impulse für die Ermittlungen zu liefern, doch dann erwähnte Calfoun ein scheinbar unwichtiges Detail, das Dupin aufhorchen ließ. Wir können also festhalten, dass Marbeuf und Pascal bereits wenige Stunden nach dem Eintreffen ihrer Gruppe verschwunden sein müssen. Sie hatten alle gerade erst ihre Zimmer bezogen. Die beiden waren zuletzt gesehen worden, wie sie nach einem kurzen Aufenthalt an der frischen Luft ins Gasthaus zurückkehrten. Richtig. Es war alles noch etwas turbulent und die beiden Flure, in denen die Zimmer liegen, sind schlecht ausgeleuchtet. Die Nummern an den Türen nicht sonderlich gut zu lesen. Deshalb wusste ich auch nicht, welchen Raum Marbeuf und Pascal genommen hatten. Houdini schlug vor, im Gästebuch nachzusehen. Und ich fragte den Wirt danach, als wir uns auf die Suche nach ihnen machten. Entschuldigung, werde ich hier noch benötigt?
Der alte Blanchard hat mir gerade ein Zeichen gegeben, ich soll mich auf meinen Auftritt vorbereiten. Ich muss die Schlange vorher füttern, damit sie friedlich auf der Bühne ist. Aber das bleibt hoffentlich unter uns. Ich hoffe, Sie lassen sich meine Vorstellung nicht entgehen. Überfüttere sie nicht, Narn. Es sollte ja wenigstens auf der Bühne nach der perfekten Fusion von Reptilienschau und Magie aussehen, nicht wahr? Bist ein ganz schöner Grünschnabel-Amerikaner. Aber ich mag dich trotzdem. Wenn Sie mich brauchen, nach der Vorstellung stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Selbstverständlich. Was sagten Sie gerade zuletzt, Monsieur Calfoun? Nun, ich schaute im Gästebuch nach, welches Zimmer die beiden bezogen hatten und... Herr Wirt! Bitte, Monsieur, was kann ich für Sie tun? Könnten Sie mir bitte das Gästebuch bringen? Sie wollen bei uns nächtigen, Monsieur? Das freut mich aber... Warten wir es mal ab, was mein Bein später dazu sagt. Fürs Erste wollte ich etwas überprüfen. Wie Sie meinen, Monsieur. Ich bin gleich wieder da. Wir sollten die Wunde an Ihrem Bein vorher auswaschen und einen Verband anlegen. Ich werde mal nachsehen, ob ich hier so etwas auftreiben oder herzaubern kann. Danke sehr, Houdini. Sehr freundlich. Bitte sehr, der Herr. Das Gästebuch. Ich brauche es aber bald wieder zurück. Sehen Sie mal hier, Calfoun. Diese Seite. Sah die auch schon genauso aus, als Sie im Buch nachgesehen haben? Ja, sicher. Und das sind alles unsere Unterschriften und die Zimmernummern. Meine erkenne ich sofort, das ist sie. Und doch hat hier jemand direkt vor der letzten beschriebenen Seite einen Bogen Papier entfernt. Zwar recht sauber, aber man erkennt noch einen schmalen Rest der Seite, die hier ursprünglich zu finden war. Vielleicht hat sie ja der Wirt herausgerissen. Die Unterschriften sind jedenfalls authentisch, da bin ich sicher. Unterschriften kann man fälschen. Und da wir uns ja hier gerade in einem Tummelbecken der Illusionisten befinden, drängt sich mir der Verdacht auf, dass genau in diesem Buch der Schlüssel zu des Rätsels Lösung vorhanden ist. Die einfachsten Tricks sind oft die besten. Und was ist einfacher? Zwei erwachsene, nicht gerade schlanke Männer durch ein Nadelöhr vom Fenster aus einem geschlossenen Raum verschwinden zu lassen. Oder den Eindruck zu erwecken, sie wären aus diesem verschlossenen Zimmer verschwunden. Sie sagten ja selbst, dass in den ersten Stunden noch eine gewisse Orientierungslosigkeit vorherrschte. Ich wage zu behaupten, Zimmer 5 ist eigentlich gar nicht der Raum der Verschwundenen. Man wollte uns in dem Glauben lassen, dass er es ist. Ich sagte, das Fenster wäre schmal. Ein schlanker, nicht allzu großer Mann könnte jedoch genau auf diesem Weg den Rückzug angetreten haben, nachdem er Zimmer 5 entsprechend hergerichtet und präpariert hatte. Das Gästebuch hatte sich vermutlich schon vorher im allgemeinen Trubel unter den Nagel gerissen und, nachdem sie alle ihre Schlüssel erhalten und sich eingetragen hatten, die entsprechende Seite entfernt und mit einer leicht, aber entscheidend veränderten Abschrift auf der folgenden Seite ersetzt. Ja, wer würde das schon bemerken? Na, Sie! Und dennoch hat der Täter vorgesorgt und sich zur Absicherung sehr wahrscheinlich meinen Freund Poe als Geisel genommen. Da er aber am Wettbewerb teilnehmen wird, kann er Poe nicht rund um die Uhr bewachen. Er muss ihn also irgendwo versteckt haben. Möglicherweise im wirklichen Zimmer der Verschwundenen, das noch andere Spuren aufweisen könnte. Ah, da kommt Houdini, wie gerufen. Jetzt müssen wir schnell das Bein versorgen und dann werden Sie beide mich in die oberen Stockwerke begleiten und nach dem echten Zimmer suchen. Da ich davon ausgehe, dass die anderen Einträge alle zutreffend sind, können wir schon mal einige Räume fürs Erste ausschließen. Das erleichtert die Suche. Calfoun, wären Sie so freundlich und nehmen Sie das Gästebuch mit? Ich glaube, ich kann schon selbst gehen, aber ein wenig wackelig bin ich dann doch noch. Selbstverständlich, Monsieur Dupin. Na dann strecken Sie Ihr Bein mal aus. Gesund zaubern kann ich Ihre Knochen zwar nicht, aber einen halbwegs guten Druckverband werde ich sicher zustande bekommen. Dupin, Houdini und der puppenspielende Magier Calfoun durchsuchten das obere Stockwerk des Gasthauses mit den Gästezimmern. Die meisten Teilnehmer der Illusionsgruppe hatten sich bereits in den Gastraum begeben und harrten der baldigen Darbietung des Schlangenzauberers Naon. Eine seltsam drückende Stimmung begleitete die drei Männer bei ihrer Suche nach weiteren Beweisen. Dupin spürte förmlich, wie seinem verschwundenen Freund Poe die Zeit davon lief. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Polizei jeden Winkel dieses Gasthauses nach dem Verschwundenen durchsucht hat? Darauf würde ich mich nicht verlassen.
aller Aufmerksamkeit galt Zimmer 5. Die Polizei begann mit den ersten Verhören und dann trafen auch Sie schon ein. Ich denke, dass es hier noch Ecken und Winkel gibt, die bisher nicht überprüft worden sind. Wie sieht es denn mit den Quartieren der Wirtsfamilie aus? Sie glauben, dass der Wirt in diese Sache... Nicht zwingend. Ich habe hinter dem Tresen ein Familienbild gesehen. Darauf sieht man den Wirt, seine Frau, einige Mädchen und einen jungen Mann in Soldatenuniform. Wäre ja möglich, dass die Täter ein leerstehendes Zimmer im Familientrakt des Hauses für ihre Zwecke nutzen. Die Täter? Der Auftritt dieses falschen Polizisten hat mir zu denken gegeben. Aber suchen wir jetzt erst einmal die restlichen Zimmer ab und lassen uns anschließend vom Wirt die anderen Räume zeigen, in denen seine Familie lebt. In dem leerstehenden Zimmer 8 stießen Dupin und seine Begleiter unter einem Bettvorleger auf einige braunrote getrocknete Flecken, die der Detektiv als Blut identifizierte. Kopfschüttelnd beendete er die Suche in den Gästequartieren und machte sich mit Houdini und Calfoun auf die Suche nach dem Wirt. Die Sorge um seinen verschwundenen Freund trieb Dupin zur Eile an. Macasson schüttelte zunächst missbilligend den Kopf, lenkte jedoch schließlich ein, als er das entschlossene Funkeln in Dupins Augen wahrnahm. Nun ja, Monsieur Dupin, Sie haben das schon richtig gesehen. Mein Sohn Louis, er wohnt schon seit 2 Jahren nicht mehr bei uns, ist die meiste Zeit bei seinem Regiment. Wir lassen seine Räume unverändert, kommen ja sowieso schon häufig mit dem Putzen nicht nach. Die regulären Gäste stört's nicht. Und wer was Besseres will, muss halt in die Stadt fahren und entsprechend mehr zahlen. Kommen Sie, ich führe Sie hin. Da drüben ist es gleich. Hey, was wollen Sie denn mit meinem Parapluie? Stellen Sie den Regenschirm zurück. Psst, leise, Markus. Nach der Scheune gehe ich lieber auf Nummer sicher und habe zur Not schlagende Argumente parat. Schließen Sie die Tür auf, aber sacht. Der Schrank! Irgendwas! Seien Sie vorsichtig, Dupin! Oh, du Hund! Ich werde dir... Ah! Mein Gott, was war das? Ist das der Mann? Sind Sie verletzt? Es geht schon wieder. Ich hatte seinen Degen schon fast an der Kehle gespürt. Hier haben Sie Ihren Regenschirm zurück. Er hat mir gute Dienste geleistet. Jetzt hat sich dieser Schuft bei seiner hinterhältigen Attacke doch selbst verletzt. Sieht sehr ernst aus. Er blutet stark. Gute Reflexe, Monsieur Dupin. Um ein Haar hätte er Sie geköpft. Wer ist das überhaupt? Das ist ja Pascal! François Pascal! Einer der Verschwundenen! Jetzt begreife ich gar nichts mehr. Nun reden Sie schon, Pascal. Das Leben rinnt aus Ihrem Körper. Erleichtern Sie Ihre Schuld, bevor Sie vor den Schöpfer treten. Wo sind Po und Marbeuf? Was haben Sie mit ihnen gemacht? Po? Sie werden ihn nicht mehr rechtzeitig finden. Sein Wächter ist ziemlich launisch und absolut tödlich. Ich wollte ihn als Sicherheit behalten, aber er spielt jetzt keine Rolle mehr. Alles ist vorbei. Dabei war es ganz anders geplant. Oma Boeuf tut es mir leid. Er war ein guter Freund, aber das Erbe durch 2 geteilt ist einfach lukrativer als durch 3. Und mein Partner hat dem alten Säufer nicht getraut. Also ist er jetzt bei den Fischen. Der Fluss liegt ja nicht weit entfernt. Ihr Partner? Wusste ich es doch. Das war alles nicht Ihre Idee, habe ich recht? Ich wollte den Kerl einfach erpressen, weil ich ihn durchschaut hatte. Zusammen mit Marbeuf. Auf meine alten Tage ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch er ist sehr redegewandt. Und hat das Gespräch schnell in eine andere Richtung gewendet, als wir ihn zur Rede stellten. Er sieht sich als rechtmäßigen Erben Blanchards an, der ihn fast wie einen eigenen Sohn mit aufgezogen und ausgebildet hat. Dieser Wettbewerb passt ihm gar nicht. Und deshalb wollte er die Konkurrenz so klein wie möglich halten. Hat darauf gebaut, dass Blanchard im Laufe des Wettbewerbs doch noch von seinen väterlichen Gefühlen übermannt wird und ihm letztlich doch das Erbe zuspricht. Es war zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden gekommen. Deshalb hat er die Geduld verloren und mit regelmäßigen Dosen Arsen in Blanchards Lieblingstee etwas nachgeholfen, um den Prozess zu beschleunigen.
dass er den Alten damit bei einsetzender schwerer Erkrankung erst auf die Idee bringen würde, diesen Wettbewerb zur Bestimmung des Erben auszurufen, hatte er zunächst nicht einkalkuliert und musste deshalb umdisponieren. Vor allem, als wir ins Spiel kamen. Das ist alles so falsch gegenüber Blanchard. Du kannst doch jetzt nicht mehr aussteigen. Dein Freund redet zu viel. Ja, aber... Schaff ihn zum Fluss. Ich kümmere mich um den Rest. Marbeuf bekam plötzlich moralische Bedenken. Mitten in unserem Gespräch. Ich wollte ihn noch umstimmen. Aber da hatte mein Partner längst einen Schürhaken ergriffen und ihm meinen Freund über den Schädel gezogen. Er schaffte es, an meine Gier zu appellieren. Und so ließ ich mich auf das weitere Spiel ein. Die Idee, dass wir uns beide in Luft auflösen sollten, entstand ganz spontan und schien nur konsequent. Während ich durch einen Hinterausgang mit Marbeufs Leiche in dem Gewitter zum Fluss ging, um ihn dort zu versenken, ließ ich mein Partner das Gästebuch aus, entfernte die aktuelle Seite, fälschte die Einträge und präparierte das falsche Zimmer. Das war überhaupt kein Problem, da wir ja erst eingetroffen waren und keiner der anderen in der Gruppe Marbeuf und mir so nahe gestanden hätte, dass sie sich sonderlich für unsere richtige Zimmernummer interessiert hätten. Natürlich ist er anschließend durch das schmale Fenster verschwunden und über das Dach wieder ins Innere des Gasthofes geklettert. Kunststück. Der Kerl ist so dünn wie eine Bohnenstange. Der Schurke macht das nicht mehr lange. Also reden Sie schon. Wo ist Poe und wer ist Ihr Partner? Das nehme ich mit ins Grab. Mein Partner weiß es nicht. Da habe ich eigenhändig agiert, als die Schnüffler uns zu nahe kamen. Nur, dass ich mir den Wächter ausgeborgt habe, hat er noch mitbekommen. Was ich mit Poe mache, war ihm völlig egal. Und jetzt entschuldigt mich. Die Hölle öffnet gerade ihre Pforten und... ich werde auf Sie warten. Verdammt, der Mistkerl ist tot. Jetzt erfahren wir nie, wo er Poe versteckt hat oder wer sein Partner ist. Ich glaube, ich weiß es. Er gibt gerade seine letzte Vorstellung. Kommen Sie mit. Wir werden ihn nicht entkommen lassen. Wir haben noch nichts verpasst. Die Vorstellung beginnt gerade. Ein Auftritt mit Giftschlangen? Ist das nicht ungeheuer gefährlich? Wobei, ich ahne etwas. Ja, das habe ich mir gedacht, Dupin. Natürlich hatte er die Giftszene entfernt. Und um die Illusion zu wahren, führte er auch mindestens ein echtes todbringendes Exemplar mit sich herum. Das ist zwar auch eher Jahrmarktsrepertoire, aber hier geht es ja weniger um Kunststückchen, die das Reptil zu vollführen hat, als die Geschicklichkeit des Magiers, das Tier verschwinden und an einem anderen Ort wieder auftauchen zu lassen. Was natürlich über die Ablenkung des Publikums funktioniert. Man lenkt die Augen der Zuschauer in eine andere Richtung, während man das vorgeblich gefährliche Tier kurzzeitig aus ihrem Blick entfernt und dann an scheinbar unmöglicher anderer Stelle wieder hervorzaubert. Und die giftige Schlange bewacht jetzt ihren Freund? Dann kann nur dieser Mistkerl sie wieder einfangen und Poes Leben retten. Das befürchte ich auch. Meine verehrten Freunde und Kollegen, sehr geehrter Blanchard, lange genug musste Proserpina darauf warten, aus ihrem Käfig gelassen zu werden. Entsprechend unbeherrscht und übellaunig ist sie gerade. Wir haben in den letzten Monaten zusammen Auftritte in den höchsten Häusern des Landes absolviert, uns am tosenden Beifall der Reichen und Mächtigen erfreut. Aber seien wir mal ehrlich, nichts ehrt die Könnerschaft eines Magiers so sehr wie der Applaus eines fachkundigen Publikums, wie ihr es seid. Vermögen wir euch für uns zu gewinnen, so ist das fast schon Entgelt genug. Blanchard, ich weiß, es gab böses Blut zwischen uns. Aber ich hoffe, dass auch dich die neuen Tricks, die Proserpina und ich einstudiert haben, wieder milde stimmen werden. Also, haltet euch bereit, schaut ruhig genau hin.
Ist Proserpina ein feinstoffliches Wesen, das ich einfach so verschwinden lassen kann, wie es mir beliebt? Oder schaut ihr mir so genau auf die Finger, dass ihr die Illusion durchschauen werdet? Hiermit stelle ich mich eurem geneigten Urteil. Die Vorstellung kann beginnen. So sehr die Besorgnis um seinen Freund Dupins Gefühle in kochende Wallung versetzte, so musste er doch neidlos die Könnerschaft Naons anerkennen, der das bösartig zischelnde, schillernd schuppige Tier scheinbar wirklich Kraft seiner Fähigkeiten von einer Sekunde zur nächsten verschwinden und wieder materialisieren konnte. Und dabei war er sich sicher, dass seine Augen jeder Bewegung des Magiers gefolgt waren. Doch plötzlich trat etwas ein, womit er nicht gerechnet hatte. Proserpina! Das kann ich... Schlange hat ihn gebissen, aber das ist doch nicht möglich. Ich dachte... In meinem Hause dulde ich keine Schlangen. Gehen Sie aus der Schusslinie. Ich hab's geschafft. Ich hab mich befreien können. Dank Ihnen, Houdini. Da war diese Schlange. Sie wollte mich beißen, aber ich lebe immer noch. Wer weiß schon, wie lange es braucht, bis so ein Gift wirkt. Ich will einen letzten Drink. Herr Wirt? Poh, selten war ich so froh, Sie zu sehen. Es freut mich, dass Sie so ein gelehriger Entfesselungskünstler sind. Aber was die Schlange angeht, waren Sie wohl keine Minute in ernsthafter Gefahr. Scheint so, als ob der unselige Pascal die beiden Reptilien verwechselt hat, ebenso wie Naon. Naja, damit hat er sich um ein irdisches Urteil gedrückt. Es freut mich, dass Sie wohl auf sind, Mr. Poe. Da habe ich Ihnen ja wirklich etwas beibringen können. Und dann gleich praktisch in so einer Stresssituation angewandt, beachtlich. Wo hat man Sie denn versteckt? In einem der Gästezimmer. Sie werden es nicht glauben, in welchem. Lassen Sie mich raten. In Zimmer 5? Dreist. Verdammt dreist. Gewagt und gleichzeitig auch nicht. Mit der Nummer 5 hatten wir uns ja schließlich schon eingehend befasst. Marcasson, seien Sie doch bitte so nett und lassen Sie meinen Freund nicht verdursten. Ich glaube, auf den Schrecken haben wir uns alle erst einmal einen brüderlich geteilten Weinkrug verdient. Ja. Während der letzten dramatischen Ereignisse hatte sich der Gesundheitszustand des alten Blanchard dramatisch verschlechtert. Vor allem, als ihm zu Ohren gekommen war, dass ihn sein eigener Ziehsohn vergiftet hatte. Nun ruhte er, durch einen Berg von Kissen gestützt, in seinem Zimmer und wollte für mehrere Stunden nicht gestört werden. Als das Grau des Regenwetters allmählich der abendlichen Dunkelheit Platz machte, ließ er jedoch nach Dupin, Poe und Houdini rufen, die mit sichtlich behutsamen Schritten das Krankenzimmer betraten, wo sie der Sterbende erwartete, dessen wacher Blick im seltsam berührenden Kontrast zu seinem verfallenen, von der Vergiftung ausgezehrten Körper stand. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Sie fragen sich sicher, was der Grund ist, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Nun, nach all diesen schrecklichen Vorfällen habe ich mich entschieden, den Wettbewerb auszusetzen. Er hat schon genug Unglück gebracht. Und keiner hier soll denken, dass er sich durch üble Taten mein Erbe aneignen, meine Kunststücke für sich übernehmen könnte. Stattdessen werde ich hier und jetzt mit Ihnen, meine Herren, als Zeugen ein Testament aufsetzen, dass all mein Vermögen und Wissen dem hier anwesenden Harry Houdini zuspricht. Aber das geht doch nicht, Blanchard. Sie sollten lieber einen Ihrer Landsleute als Erben einsetzen. Sonst gibt es noch mehr Ärger. Mein Wille steht fest. Wollen Sie wirklich die letzte Bitte eines Sterbenden ausschlagen? Ich,
Ich fühle mich geehrt, wirklich, aber einverstanden. Und tiefsten, verbindlichsten Dank, mein lieber Blanchard. Nehmen Sie mein altes Wissen in Ihre neue Welt mit. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer dass ich Ihnen viel... Er ist tot. Ein bewundernswerter Mann. Möge er in Frieden ruhen. Fürwahr. Blanchard hatte Charakter. Was werden Sie mit Ihrem Erbe machen, Houdini? Ganz ehrlich? Um des lieben Friedens willen werde ich behaupten, Blanchard hätte Calfoun als Erben eingesetzt. Er ist ein anständiger Kerl. Meine Idee von Illusionen geht doch in eine etwas andere Richtung. Ich will sie eigenständig weiterentwickeln und eher früher als später zurück in die Vereinigten Staaten reisen. Hoffentlich nicht zu früh. Es war wirklich ein Erlebnis, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und nachdem ich Ihr Entfesselungstrick aus einer sehr prekären Lage gerettet hat, möchte ich Sie doch wenigstens zu einem Besuch bei uns in Paris einladen. Eine ausgezeichnete Idee, Poe. Wir sollten auch langsam aufbrechen. Finden Sie? Es ist doch noch gar nicht alles geklärt. Woher hatte dieser Pascal die Polizeiuniform? Liegt hier irgendwo ein ermordeter Polizist? Und wusste der Wirt wirklich nichts davon, dass diese Verbrecher die Räume seines Sohnes als Unterschlupf nutzten? Also, wenn Ihnen dieser Fall so viel Spaß gemacht hat, dann nehmen Sie doch ein Souvenir mit. Ja, richtig. Es gibt hier eine herrenlose Schlange ohne Giftzähne, die dringend ein neues Zuhause benötigt. Nein, danke. Ich meine, vielen Dank. Ich verzichte, wirklich. Was für eine Idee. So ein Tier in unserem Haus. Schrecklich. Schon gut, alter Freund. Gehen wir lieber wieder herunter und suchen den jungen Calfoun. Das wird sicher noch ein denkwürdiger Tag für ihn.